3 zu 4. Hallo, mein Name ist Luca und wir spielen heute Head Soccer in Minecraft. Ich habe heute auch einen Gast hier, aber was lachst du jetzt so? Komm mal ins Bild. Komm, komm. Ukulele is back in dem Biss, Alter. Die hat den Umzug auf jeden Fall auch gut überstanden. Du bleibst jetzt erstmal kommen. Du kriegst ja seinen eigenen Ehrenplatz. Seht ihr die? Bleib stehen. So. Ukulele ist dabei heute. Das ist eine Map von MC Mucky. Oh. Follow me on Twitter and YouTube. Hi. Oh. Ist weg, oh nein. Es ist Head Soccer in Minecraft, so wie ich das am Anfang schon gesagt habe. Und zwar Head Soccer ist ja dieses Spiel auf dem Handy, wo du so gegeneinander... Ich zeig's euch einfach mal. So sieht das Ganze aus wie hier. Also man hat so ein Stadion, muss halt so gegeneinander so kämpfen. Man hat verschiedene Powerschüsse und steht halt quasi in dieser Arena und zockt dann halt... Oh. Seit wann gibt's in dem Spiel Mädels? Es ist ein 2D-Spiel, wo man einen Spieler spielt und man muss den Ball ins gegnerische Tor... Luca, einmal wie ein Profi, bitte. Das hier ist die Map von MC Mucky Stein. Wir können uns entweder aussuchen, ob wir uns die Singleplayer-Map runterladen oder die Multiplayer-Map. Ich habe mir die Singleplayer-App runtergeladen, weil ich habe keine Freunde. In dieser Seite steht der MC Mucky Stein, gegen den wir halt im Singleplayer antreten. Da können wir entweder sagen, dass er aus Deutschland kommen soll oder aus Österreich oder aus Kanada, aus Amerika oder aus Japan. Das sind die 5 verschiedenen Sachen. Dann sagen wir einfach mal, dass der aus Amerika kommen soll. Dann haben wir den hier quasi aus Amerika. Und ich laufe jetzt rüber zu meiner Seite und wähle jetzt beispielsweise einfach mal hier Deutschland aus. Kann hier hinlaufen in den blauen Pfeil rein. Und jetzt kann ich quasi steuern, indem ich nach, mit A gehe ich nach links, mit D gehe ich nach rechts. Ich kann mit Space springen. Der war drin. Da ist das Tor, das 1:0 für Deutschland gegen Amerika. Des Weiteren kann ich mit Shift so einen kleinen, so einen Push bekomme ich dadurch nach vorne. Hier, warte, ich zeige euch das mal. Oder nach hinten dementsprechend. Komm, mach jetzt mal einen Push. Möchten Sie die Einrastfunktion aktivieren? Mit der Einrastfunktion können Sie die Umschaltsteuerung Alt oder Windows. Hier mit Shift, zack, da kriege ich halt so einen kleinen Push. Und wenn mein Balken oben voll ist, kann ich... Das steht 1:1. Wenn mein Balken oben links voll ist, genau, dann kann er, macht er jetzt gerade so einen Powerschuss. Jetzt habe ich allerdings auch den Ball. Und jetzt mache ich meinen Powerschuss und bam. 2:1, Freunde. Wir haben, glaube ich... Es steht 2:2. Wir haben, glaube ich, keinen Sound bei dem Spiel. Also ich habe den Sound eigentlich volle Pulle an. Aber dann mache ich euch einfach die Musik mal eben ein bisschen lauter. Läuft, ne? Mit lauter Musik klappt alles viel besser hier. Wow, er hat das 3:2 geschossen. Cool, geil, Amerika, super. Da hilft nur der Powersch... Es steht 4:2 für ihn, warum? 3:4. Ich finde die Fans auch recht stark. Oh mein Gott, ist da das 4:4? Ist da das 4:4? Ah, oh, er hat den gereicht. Oh. Als ob, Junge, wie stark ist der denn? Let me do that shit. I will score a goal. Look. Ah, oh, ich habe ein Tor reinbekommen. So, ich habe jetzt den Powershot an. Mach jetzt eben das. Bam. 4:6. So, Spitze. Geil, Ukulele. Das, was du jetzt geschafft hast, war von einem 3:6 auf ein 4:8 zu kommen. War stark. Es steht 4:9. Das ganze Spiel geht bis 10. Das heißt, um zu gewinnen, haben wir noch eine recht knappe Chance. Aber wir haben erstmal den Powerschuss und 5:9. Ich muss jetzt irgendwie seinen Powerschuss abwehren, weil den hat er jetzt gerade. Oh mein Gott. Ich bin mir sehr sicher, dass es an den Ländern liegt. Ich gebe ihm jetzt mal Deutschland. So, dann hat er jetzt mal Deutschland. Und ich hole mir mal selbst irgendwie... Wen hole ich mir? Komm, ich hole mir mal Japan. Die kriegen das ja immer ganz gut hin. Und jetzt, Freunde, es wird ein 10:0. Man kann hier nicht sagen, okay, ich spiele gut oder nicht. Es kann... Oh mein Gott, der muss rein. Der muss rein. Der muss... Da ist das 1:1, Freunde. Jetzt geht's nämlich los. Dann wird es halt nur ein 10:1 anstatt ein 10:0. Es steht 2:1 für ihn. Ich mag dieses Spiel jetzt schon nicht. Oh mein Gott, Powerschuss. Huh, mach ihn rein, Luca. Ah, warum? Alter, was ein... Genau, 4:1. Wird's halt nur ein 10:4. Okay. Okay. 5:1. In Ordnung. Da kann doch nur der Powerschuss helfen. Der muss rein. Alter, es muss doch irgendeine Chance geben, dass ich einfach mal so ein Spiel gewinne. Diese Leute sind einfach viel zu stark für dieses... So, da, da, der muss rein, der muss rein. Wie springt der denn? Guck mal, da steht Krankraft am Publikum. Haha. Ne? Er steht 2:7, ich habe einen Powerschuss. Bam, 3:7, dann gewinne ich halt 10:7. Mein Gott, komm, Freunde, jetzt die Aufholjagd des Jahrtausends. Er hat einen Powerschuss.
Aha, ich habe ihn abgeblockt. 8-3 für ihn. Das ist wieder ein so ein tolles Ergebnis, du. Da sage ich mir direkt, da steht ein Typ mit einem Notenblock auf dem Kopf. Und ich kassiere gerade das. Nein, doch nicht. 4-9. Jetzt noch eben den Powerschuss schnell reinmachen. Dann steht es 5-9. Dann habe ich zumindest schon mal die Hälfte erreicht. So, zack. Powerschuss. Ab rein ins Tor. Was willst du machen, ne? Ja, Freunde, das war's mit Rocket. Nicht mit Rocket League, mit Headsock an Minecraft war's das jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ende. Nee, noch nicht Ende. Ich wollte mal ganz kurz fragen, Freunde. Was haltet ihr von Livestreams? Ich bin jetzt in der neuen Wohnung. Mein Internet läuft stabil. Ich habe einen gut abgedichteten Raum, sodass man keine Nebengeräusche hört. Und ich bin im YouTube-Livestream-Beta-Programm mit irgendwie einer Handvoll anderen YouTubern oder so, glaube ich. Das ist nicht dieses komische Google-Plus-Hangout-Shit-Ding, sondern das ist so ein YouTube-Gaming-Livestream, wo man einfach auf youtube.com/concrafter/live. Da ist mein Livestream. Der wird, wenn ihr da draufklickt, wahrscheinlich offline sein. Weil ich gerade offline bin, obwohl ich eigentlich durchgehend online. Wenn ihr wollt, dass ich da eventuell mal einen Agario-Livestream mache, weil Agario ist, glaube ich, so das perfekte Spiel, was noch nicht ausgelutscht ist. Nee, mir macht dieses Spiel einfach unglaublich viel Spaß. Ich weiß nicht, ob man das in den Videos merkt, aber ich spiele dieses Spiel tatsächlich immer, auch wenn gerade ein Video rendert oder so. Wollt ihr, dass ich mal einen Livestream mache auf youtube.com/concrafter/live, dann werde ich das demnächst mal machen, wenn ich Zeit habe. Oh ja! Ciao. Hi. Okay, lassen wir das.